Sag mal, Lothar, wo fahren wir eigentlich hin? Wir fahren nach Hanko. Hanko ist die südwestlichste Stadt Finnlands. Ich hoffe, da ist schönes Wetter. Hanko ist von drei Seiten von Ostsee umgeben. Finde ich gut. Ja, ne? Und das Wetter, laut Wetterbericht soll besser werden. Heute Morgen hatten wir in Helsinki Regen und Gewitter. Da hängt ja richtig viel dran, du, mein lieber Mann. Aber es sind auch recht teuer. Audi, wie sieht's aus? Was haben wir bisher so getrieben hier und wie geht's weiter? Ja, wir sind hier nach Hanko an den Yachthafen gefahren. Und haben uns hier den kleinen Markt angeschaut und haben auch eine schöne Waffel und einen Crepe gegessen. Und jetzt gehen wir weiter und wir gucken uns den Yachthafen und dann wollen wir ans südlichste Ende von Finnland Festland fahren. Ja, sieht gut aus hier. Terrasse um die Steine rumgebaut. Ich habe mir jetzt hier einen kleinen Felsen ausgesucht, auf dem ich stehe. Ja, ein paar Meter höher hat man noch einen besseren Überblick hier. Wunderbar klares Wasser. Hatten wir schon mal schlimmer erlebt bei Jomala.
Das ist übrigens Strandkohl. Schmeckt nach Strand, weil ein bisschen salzig. Und schmeckt nach Kohl, weil Kohl. Eine Hütte. Eine Schutzhütte. Nee. Von deutschen Truppen errichtete Baracken. Naja, ist noch gut für Brennholz. Oh, hier gibt es Fledermössens. Jawohl. Ein zarter Stein, hä? Ein Bunker, noch aus Kriegszeiten. Naja, ist wohl mehr ein Unterstand hier an den Felsen gebaut. Das Reh ist ganz ruhig und beobachtet uns. Naja, kennt wohl Menschen hier, kein Problem. Es könnte bald soweit sein, dass wir am südlichsten Festlandpunkt Finnlands angekommen sind. Na, die Kollegen, die mögen auch eher im Schatten als in der Sonne stehen. Ich schätze, wir haben noch ungefähr 300 Meter zu laufen bis zur Spitze. Wir haben es geschafft. Scheint hier offiziell der südlichste Punkt Finnlands zu sein, vom Festland her. Fehlalarm. Wir haben doch noch ungefähr 100 Meter zu gehen. Naja, hatte ich mich doch verschätzt. Kommen noch ein paar Meter dazu. Vielleicht noch 50 Meter, dann sind wir dort. Da scheint wohl eine Tafel zu sein. Schauen wir mal, was draufsteht. Nichts, da stand mal was, aber man kann es nicht mehr lesen. Die Farbe ist weg, aber ist was eingraviert hier. Angekommen. Ich schätze mal, dass hier von der Tafel aus noch mal die 30, 40 Meter in diese Richtung wohl noch ein bisschen südlicher sind. Ne? Schau mal, bei Windstille und Niedrigwasser kannst du sogar auf das hintere, den hinteren Felsen übersteigen. Ja? Ja. Da läuft dazwischendurch noch mal eine kurze Wasserrinne. Die Hälfte unserer Skandinavien-Tour liegt jetzt hinter uns, zeitlich gesehen. Und wir sind hier ja, am Südpunkt Finnlands. Die nächstgelegene Stadt ist Hanko, schwedisch Hangö. Und wir werden hier noch ein paar Tage bleiben und dann weiter nach Turku fahren. Mensch, Otti, und das alles ohne Schwimmweste. Sogar das Zeug gedeiht hier, du. Naja, Regenwasser hält sich. Wir werden jetzt diesem Weg folgen. Für unseren Rückmarsch. Wir haben jetzt etwa 3 Kilometer auf der Uhr. 3,7 Kilometer, um genauer zu sein. Gerade einen kleinen Tümpel mit Bohrtümpel mit Wollgras. Ein paar Höhenmeter haben wir jetzt auch gemacht. Oh, komm mal hin. Ist ja eine tolle Perspektive, ne? Hier über den, über die Schären darüber, ja? Über die kleinen Inseln.
Kapitänsbank. Ja, da muss er ganz schön breiten Hintern gehabt haben. Ja, wir haben jetzt gute 6 Kilometer Fußmarsch hinter uns hin. Und ja, zurück haben wir vielleicht nochmal einen Kilometer oder sowas. Oder anderthalb. Vielleicht kommen wir sogar insgesamt auf 8 Kilometer. Wir hätten also bis hierher noch mit dem Fahrrad fahren können, mit den Mountainbikes. Aber wir hatten uns zu Beginn unseres Fußmarsches entschlossen, Räder anschließen und dann gehen wir halt zu Fuß. Otti hat die Besichtigung des blauen Häuschens dort hinten beendet und jetzt gehen wir in diese Richtung weiter. Und hier auch nochmal ein Rest des Schiffes Palawan. Jetzt beginnt gleich der Holzsteg und dann haben wir es nicht mehr weit zu den Rädern. Angekommen. Aber nur bei den Rädern. Lass uns noch mal zum Markt fahren. Vielleicht ist der eine oder andere Stand noch auf. Dann können wir uns ein bisschen stärken. Angekommen.